Ja, ich muss sagen, es ist ja wirklich ein ganz blamables Bild, das Merkels neue Chaostruppe hier abliefert. Man hat ja irgendwie das Gefühl, es gibt inzwischen im Kreise der Minister und Ministerien mehr Kontroversen, als die Fraktion Tage im Amt ist, weil sie ist ja noch nicht mal eine Woche dabei. Und es scheint ja ein regelrechter Wettlauf auch ausgebrochen unter den Ministern, wie man maximal Wähler verprellt. Also eindeutig in Führung natürlich Herr Spahn. Mit den Aufschlägen, die er gemacht hat, also zunächst mal den Menschen im Land zu erklären, dass diejenigen, die von Hartz IV leben, eigentlich nicht arm sind. Jetzt hat er noch mal einen draufgelegt und die Realität einer Zweiklassenmedizin geleugnet. Das sind natürlich denkbar schlechte Voraussetzungen für einen Gesundheitsminister. Das, was er zu der Frage § 219a beigetragen hat, war sicherlich auch nicht gerade hilfreich. Aber Herr Spahn ist eben leider nicht der Einzige, der hier versucht, ein Image für die Regierung herzustellen, das eigentlich nur dazu führen kann, dass noch mehr Menschen von der Demokratie sich abwenden. Ich denke da auch an den neuen Finanzminister, Herr Scholz. Also ich meine, von Washington ist man das gewöhnt, dass die Investmentbank Goldman Sachs in der Regel den Finanzminister stellt. Das ist so, die Wall Street regiert dort. Dass das inzwischen auch in Deutschland Normalität werden soll, dass Goldman Sachs zumindest den Staatssekretär des Finanzministers stellt, ist bisher noch nicht so ganz Normalität. Und ich muss auch sagen, dass das jetzt ausgerechnet aus den Reihen der SPD eingeführt wird, ist schon mehr als befremdlich. Es sollte auch bei jedem Steuerzahler dazu führen, dass die Alarmglocken schrillen. Weil wenn ein Finanzminister vor allem den Ehrgeiz hat, sich als Freund der Banker, vor allem der Investmentbanker und der Spekulationen zu profilieren, dann kann das verdammt teuer werden, spätestens wenn es mal wieder eine Finanzkrise gibt. Also auch das sollte unseren Wunsch bestärken, dass diese große Koalition vielleicht nicht 4 Jahre hält. Aber wenn sie so anfängt, spricht da auch einiges dafür, dass das doch in sehr überschaubaren Zeiträumen vielleicht auch wieder zu Ende geht. Wir haben natürlich nicht nur die Debatten in Deutschland, wir haben auch unverändert eine weltpolitische Situation, wo einem vieles Sorgen macht. Ich denke da insbesondere auch an die Situation in Syrien. Die Türkei hat inzwischen Afrin besetzt. Es gibt wieder in Größenordnungen viele tausend Menschen, die flüchten, die fliehen müssen. Und alleine, dass Deutschland nach wie vor diesen Überfall nicht verurteilt, dass die Bundesregierung bis jetzt immer noch nicht imstande ist, klar zu sagen, Schluss mit Rüstungsexporten an die Türkei, zeigt natürlich auch, dass das ganze Gerede von der Bekämpfung von Fluchtursachen hohle Worte sind, weil hier wäre hier tatsächlich etwas, was man tun müsste. Zumal das Thema uns auch in Deutschland betrifft. Also auch in Deutschland ist ja inzwischen die Auseinandersetzung zwischen türkischen Einrichtungen, zwischen kurdischen Kräften hier im Land angekommen. Es gibt ja inzwischen eine Rekordzahl auch von Übergriffen auf türkische Einrichtungen. Diese Auseinandersetzungen finden auch in Deutschland statt. Und ich finde, es muss völlig klar sein, dass wir nicht hier an der Seite einer islamistischen Diktatur stehen können, die insbesondere auch in Afrin gemeinsam mit islamistischen Rebellengruppen, mit der FSA, dort gegen kurdische Kräfte kämpft, obwohl diese Kurden einst die hauptengagierten Kämpfer gegen den Islamischen Staat gewesen sind. Also das zeigt einfach, wie dieser ganze Krieg, welche Lügen dort immer wieder auch in diesem Krieg bemüht wurden. Angeblich ist ja auch die Bundeswehr dort im Einsatz, um gegen den Islamismus zu kämpfen und gegen den islamistischen Terrorismus. Hier ist ein Bündnispartner von uns, der gemeinsam mit den Islamisten kämpft. Also das sind alles sehr, sehr beängstigende Entwicklungen. Und ich würde mir wünschen, die Bundesregierung, statt miteinander zu streiten, hätte die Courage, wenigstens in außenpolitischen Fragen hier eine klare Position zu beziehen.